Hallo und herzlich willkommen bei Neu im Schuhkarton. Und der Rest ist alles pappalapapp. Hikmet ist wieder da. Yay! So, wir sind wieder komplett hier vollzählig erschienen für euch. Und erstmal noch danke, danke, danke für die ganzen netten Kommentare zum Video letztes Wochenende. Ihr müsst aber nicht immer nur loben. Ihr könnt gerne auch mal was Kritisches schreiben. Wo fangen wir an? Ja, also wir haben ja jetzt ein paar Pump Furies hier. Fangen wir direkt mit denen an. Das ist nicht einer, nicht zwei, nicht drei. Oh mein Gott, euer neuer Home-Shopping-Kanal Turnschuh TV hat 5 Insta-Pump Furies für euch. Alles diesen Samstag. Die alle diesen Samstag kommen. Das ist einmal der 24 Kilates. Ja. Es ist der Limited Edition. Mhm. Es ist der Packer Shoes. Mhm. Es ist der End Clothing. Und es ist der Sneaker Politics in der Mitte. Wie lange hast du das auswendig gelernt? Du, ich habe einfach ein fantastisches Kurzzeitgedächtnis. Nachdem du es mir gerade eine Minute vor dem Dreh noch mal gesagt hattest, war das für mich auch kein Problem mehr. Und bei den meisten steht es ja glücklicherweise auch noch drin. Du magst den Schuh wirklich gerne. Total. Ich mag ihn wirklich gar nicht. Gerne. Kurz Geruchstest. Riecht besser als letztes Wochenende, sind keine Partyschuhe. Was magst du denn an dem Schuh nicht? Also würde mich jetzt echt interessieren. Also ist es die Form? Ist es, dass da einfach zu viel dran ist? Jetzt unabhängig von den Colorways. Ich habe dir auch schon mal einen schwarzen gezeigt. Ich finde, die Sohlenkonstruktion gefällt mir nicht. Und zwar einfach, weil sie hier extrem klobig wirkt. Okay. Der einzige Schuh von denen, der das einigermaßen in den Griff kriegt, ist, glaube ich, der 24 Kilates. Mhm. Weil der hier durch dieses schwarze Teil und das hier runtergezogene Weiße wirkt. Die Sohle bricht auf jeden Fall. Die Sohle bricht und sie wirkt ein bisschen dezenter. Wenn man jetzt einfach mal auf die Colorways eingeht, dann ist natürlich der auffälligste der Sneaker Politics. Gerade hinten hier mit dem silbernen. Es glitzert überall. Es sind viele Materialien, die da gemixt werden. Welcher ist dein Favorit von denen? Ehrlich gesagt, also am Fuß, und die Bilder zeigen wir euch auch gleich noch, ist es eigentlich der 24 Kilates. Mhm. Den Packer fand ich auf den Bildern eigentlich immer recht cool. Da waren ja super Bilder. Aber so wirklich live und am Fuß gefällt er mir nicht mehr so gut. Ich hoffe halt immer noch auf den Mieter, weil der mit dem Strickmuster, das darf ich ganz sagen, ich finde, bei der Limited Edition. Hast du Facebook mal gesehen, was einer gepostet hat? Living Mutant Ninja Turtles. Bei dem hier? diese Schama-Applikation hier unten. Okay. Danke. Schamhaar-Applikation. Können wir das noch mal bitte ganz groß irgendwie einblenden? Schamhaar-Applikation. Yeah. Spaß beiseite. Ich finde das eigentlich ganz lustig, weil ich so einen Schuh noch nicht gesehen habe. Ja? Schamhaar-Applikation ist gut, den merke ich mir. Das könnte auch, je nachdem, wie man so genetisch aufgestellt ist, eben der Brust-H2P sein. Das war eine Anspielung auf mich. Das ist okay. Es sind meine Brusthaare. Ey, hab dich mal nicht so, wir drehen zusammen. Also, aber auch die anderen, ich meine ganz ehrlich. Also, ja, also ich meine, die haben sich alle was einfallen lassen. Also ich finde den hier echt gut gelungen. Im Fashion-Bereich macht der auf jeden Fall Sinn. Und ein Instapump Fury gehört für mich nicht nur im Prinzip im Sneaker-Bereich sozusagen auch auf die Straße, sondern halt auch im Fashion-Bereich. Schwarz-Weiß ist ja da echt treffend. Das ist ja im Moment das, was so angesagt ist. Das ist ja mit Stash zusammen. Ich weiß nicht, ob das Stash bekannt ist. Ich denke, bei einigen Sprühern oder Graffiti-begeisterten Menschen, die werden Stash kennen. Er hat früher viel mit Nike zusammengearbeitet. Nike-Zusammenarbeit ist irgendwann halt ausgelaufen. Und jetzt hat er halt mit Packer Shoes zusammen seinen CI-Colorway, immer in diesen Blau-Grau-Tönen. Auf jeden Fall ein stabiler Colorway. Ob er jetzt auf den Pump Fury gut kommt, das ist... da hast du jetzt gesagt, on feed fandst du das jetzt persönlich nicht so. Also das ist schon mein Favorit. Materialwahl mit Fell ist jetzt auch kein Novum. Aber so dieser Kontrast, der ist immer ganz gut. Also es hat aber irgendwie was von einem Tier. Mhm. Von einem Huf. Und das ist so die erste Assoziation, die viele zu einem Instapump Fury haben. Also meine Frau sagt selber, Bambi, das Ding sieht halt... Zu dir oder zum Schuh? Naja, zu mir wahrscheinlich nicht. Ich wäre wahrscheinlich Ochse als Bambi. Klopfer. Den finde ich auch too much mit diesen Sternchen dran und hinten auch dieses Metallic-Silber, weiß ich nicht. Also Endclosing ist auch auf jeden Fall ein dezenter Schuh, kann man nicht meckern. Also das sind so meine Favoriten. Im Prinzip, ich bin ein großer Fan vom Instapump Fury, das hast du ja schon ein paar Mal gemerkt. Und meine Arbeit leiste ich immer wieder. Irgendwann sehe ich dich in den Dingern, spätestens bei unseren hoffentlich. ja, also im Grunde genommen von da bis Daumen hoch.
und bei mir von da bis da. Grob gesagt liegen alle um 170 Euro. Genau, so in dem Dreh. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher da rausgestochen hat, aber das blenden wir euch gleich ein. 180, 175 und die 370. Genau. Hab diesmal mal Hausarbeiten gemacht. Gut. Ja. Dann gucken wir uns jetzt an, wie die Teile am Fuß aussehen und dann geht's weiter mit dem nächsten Schuh. Cool. XS 850, ein Schuh, der 1992 zum ersten Mal erschienen ist. Trinomic-System hier unten drin und in dem Fall ein wenig asymmetrisch angeordnet, was einfach den Funktionscharakter der Dämpfung noch mehr verstärken sollte. Ich glaube, das Auffälligste an dem Schuh ist erstmal das Gesprenkelte hier hinten. Das werden auch die Colorways, die jetzt noch folgen werden, genauso beinhalten. Das ist der OG-Colorway. Ist ein unfassbar bequemer Schuh. Mir ist nur nebenbei so aufgefallen, was wäre eigentlich, wenn ich mir jetzt ein Podest drunter packe und dann größer bin als Simon? Das wäre eigentlich. Ich weiß, sorry. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay. Was wäre denn eigentlich, wenn ich auf die Knie gehe und dann so groß bin wie du? Wenn du noch weiter auf die Knie gehst, dann wird's ein Antrag. Schatz, das ist alles nur beruflich. Und ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie oft Hikmet das in einer Episode sagen kann. Am Ende des Tages. es kommen noch Colorways, die haben wir auf der Bright, haben wir die auch schon gesehen. Das Video könnt ihr euch jetzt hier angucken, wenn ihr auf den Link klickt. Und da kommen noch einige raus. Das ist jetzt der erste, liegt bei. Oh, 110 Euro. 110, ne? Mhm. Hatte ich jetzt auch irgendwie gesagt. Ich finde es ein guter Schuh. Auf jeden Fall. Ist halt ein bisschen klobiger jetzt als der XT1 und als der XT2. Ja. Ist halt ein bisschen so, ich sag jetzt mal. Aber es gibt ja auch Leute, die ein bisschen breiteren Fuß haben. Dadurch ist der echt, also für mich ist der angenehm. Nicht, dass ich einen breiten Fuß hätte. Wer sagt sowas? Ich weiß es nicht. Ich bin zwar ein größerer Fan eigentlich auch von den etwas schlankeren XT1, XT2 Modellen, aber weiß nicht, es ist halt so ein Schuh, wo man einfach sagt so, ja gut, er ist ein bisschen breiter als das, was man vielleicht sonst trägt. Colorway ist geil. Aber der Colorway ist geil, mir gefällt der Schuh grundsätzlich. Deswegen gibt es von mir einen Daumen hoch. Von mir auch. Wobei ich den bei dir nicht sehe am Fuß. Ja, du siehst ja auch gerade einen ganz anderen Schuh bei mir am Fuß. Ja, können wir das mal einblenden? Nö, da sehen wir gleich ja noch. Okay. Jetzt gucken wir uns erstmal ein paar schöne Bilder zum Puma an. Genau. Es gibt, hey! Mal was Neues! Mal was Neues! Ein Support! Ein Support von Adidas, EQT. Mensch, haben wir euch in den letzten 8 Wochen, glaube ich. Keinen mal gezeigt. Nicht wirklich gezeigt, ne? Die haben wir komplett unter den Tisch fallen lassen. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass wir euch den endlich präsentieren. Ja. Bitteschön. Hey! Geiler Schuh. Na, es ist. Brauchen wir nicht viel sagen. Es ist der Support. Diesmal in einem komplett schwarz-grau gehaltenen Colorway. Hier ein bisschen Nubuk-Leder. Nubuk-Leder mit bei. Und ansonsten hat sich an der Kiste nicht wirklich was verändert. Ich habe vor 2-3 Tagen gesehen, dass am 22. gibt es dann im Overkill den EQT Racing. Mhm. Richtung Ende des Jahres soll ja dann, wird ja dann auch der Guidance endlich kommen. Ja. Und da freue ich mich jetzt halt drauf. Weil neben darf man das schon wissen? Ist das schon so eine Info, die wir. Aber ich glaube, das Internet ist schon voll damit, oder? Und selbst wenn das Internet nicht voll damit ist, ich meine, Adidas wäre ja blöd, wenn sie es nicht machen würden. Ja, da hast du recht. Also Guidance wird es Ende des Jahres geben. Und da freue ich mich dann halt drauf, weil jetzt ist es mir, wird es mir langsam ein bisschen zu viel mit Cushion und mit Support. Ja. Also was ich schön finde, ist, dass im Prinzip jetzt auch der Colorway Leute anspricht, die sonst vielleicht sich für die Schuhe nicht interessieren. Ja. Weil einfach schöne Materialien, klassischer Colorway. Und das Lustige bei dem ist sogar, der spricht nicht nur Leute an, die sozusagen nichts mit den Schuhen am Hut hat, sondern er spricht aber auch die OG-Fans an, weil der Colorway halt trotzdem irgendwie dicht an dem Original ist und dann halt in Premium-Materialien. Klar wird es immer wieder Leute geben, die über die generelle, also von unserer Seite gab es noch nie was zu meckern über den Schuh. Also ich finde den sehr, sehr gut. Es ist einer, den ich mir sogar gekauft habe. Ich finde den gut, mir gefällt er. Mir lustigerweise, weil er am Fuß richtig geil aussieht, auch.
Das Ding kommt auch am 15.03. und kostet 150 diesmal, da 50. Anscheinend in der Lederexekution ein bisschen teurer ist. Ja, Leder kostet halt ein bisschen mehr, gell? Ja. Gut, dann Adidas EQT jetzt am Fuß. Jordan Future. Tada. Normalerweise kommt immer so um Hikmets Geburtstag rum der neue Jordan raus. Das liegt an Hikmets Geburtstag und nicht an dem All-Star-Game in der NBA. Und auch nicht an dem Geburtstag von Michael Jordan, der am gleichen Tag Geburtstag hat. Nein, es liegt tatsächlich an Hikmet. Nike hat sich darauf eingestellt und hat gesagt, so zu deinem Geburtstag gibt es einen neuen Schuh. Sprich, vor ein paar Wochen hätte eigentlich der 29er rauskommen müssen. Ist aber nicht. Ja, ich habe gesagt, lasst es. Wisst ihr was? Das geht nicht. Also ihr könnt nicht einfach noch ein Ding rausbringen. Bringt doch einfach so ein Ding hier raus. Jetzt hat Nike ja gesagt, okay, Hikmet, wenn du das möchtest, dann bringen wir halt einfach mal nach einem logischen Schritt den Schuh zum Saisonbeginn raus. Der 29er soll also jetzt im Herbst kommen, wenn in der NBA Saisonbeginn ist und nicht wie vorher immer mitten in der Saison. Und der dafür ist so clever. Das ist die Sohle vom 11er Jordan, also die Vergangenheit, mit dem Upper vom Flyknit Chukka eigentlich die Gegenwart. Na, der Ansatz ist eher, wir gehen neue Wege. Das ist halt sozusagen die Zukunft. Wir nehmen etwas, was sich schon bewährt hat, also im ganzen Nike-Konstrukt. Also ich meine, das ist jetzt unsere theoretische Erklärung dafür. Finde ich schön, hat etwas also die Footscape-Geschichte, das ist ja ein alter Schuh, der Footscape aus den 90ern. Diese Woven-Chukka-Geschichten, das sind ja nur im Prinzip Verbastelungen des Ursprungs. Das ist halt die Woven-Geschichte, gab es ja auch schon aus der HDM-Geschichte, also Hiroshi Tinker und Mark Parker. Und das Ganze kombiniert, gebündelt in einem Schuh mit einem Elber Sohlen-Tooling. Das Ding ist eine Granate. Und noch eine Anleihe vom Yeezy mit den Gold-Tipps. Ich kenne einen, der hat die Dinger schon verloren. Wobei man jetzt aber auch noch sagen muss, ohne dich jetzt gedisst haben zu wollen, bei dem vom Yeezy war das so, dass die echt leicht abgingen. Die Dinger haben hier noch eine Gummisicherung drin. Das heißt, wenn die richtig reingeschraubt sind, können die gar nicht abfallen. Wiederverkaufswert Richtung Null gesetzt, aber ist mir scheißegal, ich trage ihn. Genau. Bei dem Schuh ist es halt so, also deshalb sage ich auch gerade Wiederverkaufswert für alle, die jetzt nicht so in der Materie drinstecken oder noch nicht so drinstecken. Das ist jetzt halt ein OG. Das heißt, die feiern 20. Geburtstag des OGs. In dem Fall ist das ein OG, der kommt jetzt zum ersten Mal so in der Form raus. Und das heißt, wenn der jetzt am Samstag in den Handel kommt, werdet ihr euch wahrscheinlich mit vielen Leuten drum kloppen, die einfach ein paar Jahre dann unausgepackt stehen lassen und dann sagen, hey. Es gibt leider nur sehr, sehr wenig. Also man möge denken, dass es davon mehr gibt, aber es gibt echt eine kleine Stückzahl für den deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, wie es jetzt global ist, aber für den deutschsprachigen Raum sind das sehr, sehr wenig. Lasst mich nicht lügen, Beasten in München und Soulbox in Berlin für den, in dem Colorway und dann noch Kicks mit dem roten Colorway. Das ist es. Zwei Colorways, einmal den wir hier in der Hand haben, das ist der Glow. Genau, und dann gibt es noch den Infrared, das heißt, da ist hier unten der untere Sohlenteil ist dann in Rot gehalten. Es wird im Laufe des Jahres noch ein paar Colorways geben, aber das sind jetzt die beiden Startmodelle. Bei dem ist es so, also bei beiden gleich ist, dass das ein einteiliges Upper ist, was hier reflektierendes Material eingenäht hat. Und bei dem Glow eben noch der besondere Aspekt, dass eine Glow-in-the-Dark-Sohle hier unten ist. Und das Ding ist einfach... Das ist ein Brett. Es ist ein Brett. Also du kannst es nicht anders sagen. Ich bin zum ersten Mal so aus meinem eigenen kleinen, ich lebe in meinen Erinnerungen an meine Kindheit und Jugendding ausgebrochen und habe gesagt, der ist zwar durch diese schlanke Silhouette im Upper nah am 28er dran, der mir gar nicht mal so gut gefällt. Der sieht Hammer aus. Aber die Sohle mit dem Elfer, das ist der Killer, Kinder. So haben wir aus. Das macht so einen Spaß, dieses Teil zu tragen und auch diese Dinger zu verlieren. Also auf den Fotos war ich so am Anfang so, gut, okay, das waren auch die ersten Bilder, die so geleakt sind. Das waren bestimmt keine offiziellen Fotos gewesen. Und das ist ja halt immer so dieses Dramatische. Auf der einen Seite möchte man immer halt weit voraus sein. Man möchte halt natürlich immer alles sehr, sehr früh sehen. Aber ich finde, ein Produkt sollte schon gut dargestellt werden. Wenn jetzt irgendwie so ein Handyfoto aus der Hüfte geschossen, das gibt einfach einen Schuh nicht wieder. Ein Glossy Picture kann natürlich dann auch vielleicht zu gut sein.
Aber ich denke, die beste Herangehensweise ist Tonschuh TV on your feet, Bewegtbild. Ich glaube, das sucht seinesgleichen und bildet euch euer eigenes Urteil, wenn ihr die Dinger in der Hand habt. Also die Dinger sind wirklich gut, auch von der Haptik echt gut. Das Ding ist gut, also ich denke, da können wir auf jeden Fall so und wenn nicht sogar noch ein bisschen höher. Also das Ding ist halt so Highlight. Granate. Also echt, echt, echt gutes Ding, definitiv von unserer Kaufempfehlung. Und die eben angesprochenen Bilder, wie das Teil am Fuß aussieht, gibt es jetzt für euch. So, neu im Schuhkarton für diese Woche ist rum. Es gibt jetzt eine Neuerung und zwar ist uns ja allen klar, dass mehr Schuhe rauskommen, als wir euch jetzt hier immer zeigen können. Wir versuchen euch immer die Highlights zu zeigen, also nicht unbedingt jetzt jeden Inline-Release und jede kleine Colorway-Änderung vom Nike Rush Run oder sonst irgendwas vorzustellen. Deshalb stellen wir euch das vor, was wir euch immer vorstellen. Es gibt eine tolle Seite, die Sneaker Bob ins Leben gerufen hat, auf der er dann alle Releases zeigt und den aktuellen Wasserstand anzeigt, in welchem Shop ihr was irgendwo noch kriegen könnt, in welcher Größe. Klickt auf den Link, guckt es euch an, wenn euch irgendwelche Schuhe hier gefehlt haben. Wir sind damit fürs Erste durch. Wünschen euch ein fantastisches Wochenende. Guckt, dass ihr den kriegt. Und ich fahre wieder in Urlaub. Hikmet fährt wieder in Urlaub. Dein Turn ist für Malediven echt nicht so richtig geil ausgefallen, ne? Also da hättest du, hast du im Hotelkeller gesessen, weil du so geknausert hast. Mann, er musste immer irgendwie meine ganzen Lügen aufdecken. Schatz, es ist nur beruflich. Am Ende des Tages hat er wahrscheinlich auch recht. Und damit macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss.